Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Madden Ultimate Team Budget Beasts Numero Duo. Genau, ihr wolltet noch ein bisschen mehr sehen von Spielern, die günstig zu haben sind, die aber richtig gut sind, weil sie gute Werte haben. Und ja, ich habe mir ein bisschen die Mühe gemacht und wir werden so eine kleine, wahrscheinlich 4- bis 5-teilige Reihe machen und gehen einfach mal die Position durch. Und anfangen wollen wir, habe ich euch rausgesucht, Wide Receiver, Tight Ends und Quarterbacks. Und ich habe mir eine Regel gemacht. Alles höchstens 50.000 Coins. Habe mir gestern alles schon rausgesucht. Aufnahmezeitpunkt ist Dienstag, das heißt Montagabend, habe ich alles rausgesucht. Guck vorhin rein, alle im Wert gestiegen. Alle über 50.000. Das heißt, wir kennen sie, die Regeln. Wir sagen so im Idealfall 50.000. Aber wundert euch nicht, die meisten werden wahrscheinlich auch so 50.000 bis 60.000 kosten. Also nicht wundern, manche sind drunter. Aber wir gucken einfach mal rein, sind auf jeden Fall gute Spieler, die auch 60.000 wert sind. Oder gucken wir uns an, warum passen die zu euch, warum könnt ihr euch die ohne Probleme holen. Ja, und wir starten einfach durch. Wir gucken oben hin, 1,9 Millionen, das ist mein momentaner Kontostand. Ich zeige euch die natürlich nur im Auktionshaus. Weil wie gesagt, den Großteil der Coins will ich noch verkaufen. Aber sobald ich die los bin, machen wir auf jeden Fall mal eine schöne Shopping-Runde, dass wir mein Team mal auf 87, vielleicht sogar auf 88 hochkriegen. Wir gehen ins Auktionshaus und Kategorie Nummer 1, beziehungsweise Position Nummer 1 sind Wide Receiver. Da werden wir jetzt mal ein bisschen filtern. Right Receiver, sehr gut. So, und Spieler Nummer 1, den ich euch zeigen will, ist ein Legend. Nämlich ehemaliger Right Receiver der Philadelphia Eagles und Minnesota Vikings. Chris Carter in hier der 89er Variante. Wir gehen mal hier auf Quality. 88, 89. So. Buy now price. Guck mal rein. Den wollen wir haben. Momentan ist er bei 66.000 der günstigste. Ich habe bei Mattet reingeguckt, da steht er als Wert für 50.000 drin. Also die sind alle overpriced hier momentan. Kann sein, dass der Wert demnächst noch steigt, aber momentan ist er tatsächlich nur bei 50.000. Dass sie die nur hier übrig sind. Warum könnt ihr da getrost zuhauen? Gucken wir uns an. Und wir sehen, Catching 90, sehr guter Catching-Wert, 86er Speed, wirklich für einen Outside-Receiver ein guter Speed-Wert, er ist nicht allzu schnell, aber er hat einen soliden Speed. 90 Jumping, das heißt, wenn der Ball hochkommt, kann er ordentlich springen, hat 86 Catch in Traffic, 88 Spectacular Catch und 88 Route Running. Er hat keine negative Eigenschaft. Der ist von vorne bis hinten komplett solide. Das Einzige, was er nicht ganz so ist, ist Elusiveness. Da ist er nur bei 82, ist immer noch ein guter Wert. Allerdings im Vergleich zu den anderen natürlich ein bisschen weiter unten. Aber braucht ihr einen soliden Receiver in den Werten von 88 bis 90, holt euch Chris Carter. Wenn ihr den für einen günstigen Taler kriegt, wenn ihr den für 50, 55.000 kriegt, holt ihn euch auf jeden Fall. Der Typ fängt alles. Er hat zwar zu einer Zeit gespielt, wo die meisten von euch noch nicht mal auf der Welt waren. Ihr seht hier, die Karte ist von Week 14, 1995, aber Halleluja. Chris Carter hat eine der besten paar Hände in der Geschichte der NFL. Und das setzt diese Karte eigentlich relativ gut um, dafür, dass es eine 89er Karte ist. Wir können ja mal reingucken, was bietet die beste Karte von ihnen. Gibt es hier noch eine 92er bei ihm? Nee. 91 ist... gut, er war bei den Anfangsdingern, bei den Legends dabei. Da waren die Legends tatsächlich nur bei 91. Wir können mal gucken, was bietet uns die 91er. 92er Catching. Das ist ein extrem hoher Wert. Also alles, was über 90 ist bei Catching. Wow. Passt super rein. Und der auch nur für 130.000. Ist eigentlich auch ein Schnapper. Aber wir wollen uns ja hier um Spieler kümmern, die 50.000 bis 60.000 kosten höchstens. Deswegen... Chris Carter, Nummer 1. Wir können ja mal hier bei der 88er Variante reingucken. Der hat 89 Catching. Da sehen wir schon, das ist eigentlich deutlich schlechter.
Komplett. Da führt 1 bei Catching, 2 bei Speed, 3 bei Jumping, 4 bei Elusiveness, 1 bei Route Running, 1 bei Catch a Traffic, 1 bei Spectacular Catch. Das ist nur ein schlechter? Also die Werte sind ja... Naja, eigentlich müsste es die 87er Karte sein, glaube ich. Egal. Also, 89er Chris Carter, Numero Uno, definitiv im Auge behalten. Wenn die Karte im Wert noch weiter fällt, schlagt zu. Zuschlagen solltet ihr auch auf jeden Fall bei Nummer 2. Das ist eine Core-Elite-Karte. Und zwar von den Indianapolis Colts. T.Y. Hilton. Gucken wir uns mal an. Da haben wir ihn. Und ihr seht schon, momentan wert günstigste Karte. Jo, by now price. 53.000. Für eine 88er Karte. Das hätte man vor ein paar Wochen nie im Leben gedacht, dass diese Karte so günstig wird. T.Y. Hilton war immer so um die 100.000 wert, meistens noch ein bisschen drüber. Ähnlich wie Jarvis Landry, so 120.000. Auf 53.000 Coins gefallen hier. Das ist übel, Leute. Richtig übel. Gucken wir uns die Karte an. Ich habe den jetzt ein bisschen so gemacht, dass er nicht genau dieselben Stats hat wie Chris Carter, sondern dass ihr ein bisschen was anderes habt. Wenn ihr einen Number 2 Receiver haben wollt, der einfach von den Werten ein bisschen anders aufgeteilt ist, aber immer noch sehr gut. T.Y. Hilton hat einen Speed von 88, das heißt, er ist ein bisschen schneller als Chris Carter, hat 86 Catching. Guter Wert auf jeden Fall. Was er hat im Gegensatz zu Chris Carter, er ist elusive. Das heißt, wenn er den Ball hat, kann er juken, kann er spinnen, kann er alles Mögliche machen. Der kommt von den Cornerbacks weg. Sehr gut mit 89. Spectacular Catch, 89, sehr gut, wirklich. 89er Route Running, auch für Wideout. Receiver, wirklich wichtig, dass sie gut die Routen laufen, dass sie akkurat laufen, sehr gut. Bei ihm ist das Problem 82 Jumping. Es ist nicht wirklich viel beim Jumping. Das Problem ist auch, T.Y. Hilton ist ein bisschen kleiner. Steht das hier eigentlich irgendwo? Nö. Ich glaube, T.Y. Hilton ist nicht der größte Receiver. Doch, hier steht's ja. 5'9". Das ist nicht viel. Das sind 1,80, wenn überhaupt. Ich glaube, sogar noch tiefer. Aber dafür ist er wirklich ein schneller Rideout. Gut einsetzbar. Ihr könnt ihn auch im Notfall in den Slot setzen. Absolut. Die 50.000 wert. Und momentan auch wieder ein bisschen kommen. Gestern Abend hätte man ihn auch für unter 50.000 kriegen können. Aber ja, so wie es aussieht, werden die Karten eh alle weiter fallen. So. Jetzt habe ich zwei Wideouts. Jetzt habe ich mir tatsächlich auch noch einen Slot Receiver für euch überlegt. Und was ist bei Slot Receivern wichtig? Klein, schnell. Und agil. Klatsche agil passt genau auf eine Karte. Nämlich in der Most Feared Edition. DeSean Jackson. Von den Tampa Bay Buccaneers. 88er Overall. Ist momentan wieder ein bisschen hochgegangen. War auch gestern über 50.000. Das war eine der wenigen Karten, die wirklich gestern Abend auch über 50 waren. Aber ich habe sie verglichen mit einer anderen Karte, nämlich der Brandon Cooks Flashback Edition, weil die doch ziemlich ähnlich waren vom Aufbau. Aber Brandon Cooks hat gerade in Sachen Speed den Nachteil, auch in Sachen Catching und Elusiveness den Nachteil, obwohl er ein 89er Overall Rating hat, und deswegen kriegt für mich DeSean Jackson den Vorteil hier. Ihr seht schon, 5'9", ist sogar ein paar Zentimeter größer als T.Y. Hilton. 92 Speed. Es gibt keinen Linebacker, der damit gehen kann, Leute. Keinen einzigen. 86 Catching, 87 Elusive. Fängt den Ball sicher. Spectacular Catch, 87, 86 Route Running. Nichts, wo man sagen kann, okay, das ist, dadurch fällt er unter das Raster. Komplett solider Spieler mit einer wirklich hervorstechenden Qualität, 92 Speed. Wenn ihr einen Slot Receiver haben wollt und ihr wollt einen, der wirklich schnell ist, der den Cornerbacks, den Safeties davonlaufen kann, DeSean Jackson, müsst ihr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, leider. Aber es lohnt sich. Wir gehen jetzt eine Etage weiter nach innen, gucken uns die Tight Ends an, liebe Leute. Und Tight Ends ist ja immer so eine Sache, wird von den meisten nie geliebt. Aber Tight End ist an sich meine Lieblingsposition, habe ich am Ende tatsächlich auch selbst gespielt. Und ja, ist immer so ein Mittelding aus einem O-Liner und einem Receiver. Und wenn man ein gutes Playbook hat, ist der Tight End der beste Freund des Quarterbacks. Deswegen habe ich uns zwei rausgesucht.
Und der erste Thailand, den ich mir uns rausgesucht habe, ist gut, wenn ihr einen Thailand haben wollt, der gut Bälle verkackt. Wenn ihr den Thailand ins Passing Game einsetzen wollt, nur ins Passing Game, dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr einen Spieler aus der Harvest Promo holt. Und zwar den alten Mann, der früher bei den 49ers gespielt hat, jetzt bei den Washington Redskins, nämlich Vontae Davis. Und ihr seht schon, 25.000 ist nichts für einen Titan, der ein 86er Overall Rating hat. Und jetzt gucken wir uns an, warum er wirklich gut ist. Und da sieht man schon, 86 Speed. Für einen Titan mit 6 Fuß 3 Größe und der einfach mal bestimmt 20 Kilo mehr wiegt als jeder Wide Receiver. Das ist ein Speedwert, der es in sich hat. Catching 83, sehr gut. Gerade über die Mitte, gegen den Linebacker, absolut dominant. Catch in Traffic 86, Spectacular Catch 84. 81 Route Running. Sehr solider Spieler, er hat einen großen Nachteil. Diesen Titan kannst du nicht im Running Game einsetzen. Wenn ihr mal gerade auf seine 65 Runblock guckt, das ist nichts. Das ist für Titan wirklich mies, 65 Runblock. Also wenn ihr laufen wollt und Vernon Davis steht bei euch an der Line of Scrimmage, außerhalb vom Offensive Tackle, lauft nicht über die Seite. Vergesst es, ihr könnt da nicht am Titan vorbeilaufen. Da geht jeder Defense End durch. Deswegen, Vernon Davis, absolut ideal, wenn ihr Titan wollt, der mit ins Passing Game geht, der tief geht, der die Routen läuft. Absolut eine Waffe fürs Laufgame, nichts. Also wenn ihr ihn euch holt, stellt euer Playbook um, dass er nur zu bestimmten Positionen rauskommt, zu bestimmten Aufstellungen, dass du weißt, okay, er steht nicht auf dem Feld, wenn ich laufe. Das wäre wirklich eine sehr schlechte Wahl. Für alles andere könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Vor allem für diesen Betrag 25.000. Absolut ideal. Jemand, den ihr eigentlich immer einsetzen könnt als Titan, ist tatsächlich auch ein Titan, den ich bei mir im Kader habe, der bei mir in der Startausstellung steht. Und zwar Jimmy Graham von den Seattle Seahawks. Seht ihr, momentan ist der Wert bei 53,5, der günstigste hier. Gucken wir uns mal rein. Er ist sehr solide. Speedwert natürlich schlechter. 79 ist durchschnittlicher Wert für einen Tight End. Die sind ja in der Regel nicht so schnell wie die Wide Receiver. Wild Running könnte ein bisschen besser sein, aber 83 Catching, 82 Catch in Traffic, 85 Spectacular Catch. Sehr, sehr gut. Und jetzt guckt doch mal seine Höhe an. 6 Fuß 7. Der Typ ist über 2 Meter. Da kommt fast kein Linebacker ran. Ein Safety mal so gar nicht. Das heißt, wenn da der Ball hochgeflogen kommt, dann hat er ihn. Der hat lange Arme, der fängt ihn bei sich ja. Absolut eine Waffe. Und jetzt guckt euch das den Runblock an. 81. Der Typ kann auch mal eine Defense End wegblocken. Das heißt, wenn er an der Line of Scrimmage steht und ihr lauft über seine Seite, könnt ihr euch sicher sein, der wird einen guten Block setzen. Ich habe ihn bei mir drinne. Mein Running Game funktioniert 1A. Viel, viel besser als vorher. Das ist wirklich eine Investition, die ihr euch überlegen könnt. Und er ist immer einsetzbar. Der hat keinen großen Nachteil, außer er ist nicht der Schnellste. Aber ist auch nicht der Langsamste. Das ist wirklich durchschnittlich, aber ein sehr solider Titan, auch wenn er nur ein 87er Rating hat. Aber sollte man sich überlegen. Sollte man sich überlegen. Ich habe ihn damals bekommen für eine Gauntlet-Aktion. So eine Wochendings da. Da habe ich ihn bekommen. Aber nur als NDT-Version. Aber who cares? Meine Güte. So, wir gehen jetzt zur letzten Position. Und das sind die Quarterbacks. Jetzt wird es sehr interessant. Ich habe euch 3 Quarterbacks rausgesucht. Ein Quarterback aus dem Bereich Pocket-Passer. Für alle die mit dem Quarterback nicht laufen wollen, sondern so wie ich, werfen, werfen, werfen und am liebsten jeden Pass anbringen würden. Dafür ist Quarterback Nummer 1. Quarterback Nummer 2, für alle die im Werfen noch nicht so gut sind und tatsächlich mit dem Quarterback lieber scramblen oder tatsächlich auch selber laufen. Also alle Russell Wilson-Fans, die denken, oh, ich muss mit dem Quarterback jeden Spielzug 15 Yards laufen. Und Quarterback Nummer 3 ist ein Mittelding, also wirklich ein Allrounder, ein guter Passer, auch der mal ein bisschen rausscrammeln kann, Pirates laufen kann.
Das ist der dritte, den wir haben. Quarterback Nummer 1 ist noch nicht so lange verfügbar, denn auch hier ist es wieder eine Legend-Karte. Gucken jetzt mal hier rein mit einem Overall-Rating von 88. So. Ich habe das wieder weggemacht. Und zwar vor den Miami Dolphins, Dan Marino. So, gucken wir mal rein. So viel Dan Marino soll es nicht geben. Zu haben für 40.000. Guter Preis. Guter Preis für den Quarterback, der 88 Overall Rating hat. Und jetzt gucken wir uns das Ding mal an. Bam. Da seht ihr schon. Throw Power 89. Der Ding. Dieser Quarterback kann den Ball richtig weit knallen. Short Throw Accuracy. Also die Genauigkeit bei den kurzen Pässen 90. Genauigkeit bei mittleren Pässen 88. Genauigkeit bei den tiefen Pässen 85. Play-Action-Passes 88. Es gibt keinen Quarterback, der ein 88er Rating hat, der bei diesen Werten mithalten kann. Absolut OP, wenn es in den Bereich geht, Pocket-Passer. Wenn ihr wirklich mit eurem Quarterback hinten in der Pocket steht und akkurat werfen wollt, dann ist Dan Marino das Maß aller Dinge, wenn ihr ungefähr 40.000 ausgeben wollt. Sein Nachteil ist offensichtlich, Throw on the Run 70 ist nichts, sein Speed ist bei 55. Da hat Madden wirklich ein bisschen Scheiße gebaut, weil er ist teilweise langsamer als einige O-Liner. Das ist ja nichts. Aber 55 ist ein bisschen untertrieben, aber sonst wäre wahrscheinlich diese Karte bei 90 gelandet und nicht bei 88. Und der wäre für uns schon raus. Der wäre viel teurer. Also, für alle die, die wirklich nur in der Pocket stehen wollen und von da aus werfen. Nicht scramblen, sondern wirklich hinten stehen, werfen. Hinten stehen, werfen. Dan Marino sollte ganz oben auf eurer Liste stehen. Das genaue Gegenteil. Und wir sind schon wieder bei einem Legend. Bei einem Speed Quarterback. Gehen wir mal hin. Nehme ich mit einem 87er Rating. Nein, nicht schon wieder Dan Marino. So, fängt mit Fahren, hört mit ICK auf. Der größte Hundefreund oder den Footballspielern Michael Vick in der 87er-Variante. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist der günstigste. Hier, 47.000, gerade auf dem Markt, seit ein paar Sekunden. Na, eine halbe Minute. Wirklich unter 50.000 zu kriegen, definitiv. Und jetzt gucken wir uns das an. 90 Speed. Der Typ ist schneller als die meisten Running Backs. Absolut, damit kommt ihr jedem Defensive End weg. 91 Throw on the One Run. Wenn ihr scrambled, könnt ihr den Ball auch werfen und seine Throw Power bei 90. Der hat noch einen stärkeren Arm tatsächlich als Dan Marino. Seine Schwächen sind offensichtlich. Die Genauigkeit Short bei 72, Medium bei 75, Deep bei 78. Ja, ist für einen Quarterback mit einem 87er Rating nichts. Also das haben Quarterbacks, die jetzt ein 70er, 75er Rating haben wahrscheinlich. Wenn ihr genau werfen wollt, ist es nichts für euch. Aber für einen Einsteiger, der jetzt gerade, sag ich mal, Madden lernt und sich noch nicht traut, jeden Ball zu werfen, weil er denkt, ich bin sehr ungenau, ich laufe lieber, ist Michael Vick absolut eine Granate. Damit könnt ihr eigentlich laufen, geht nach hinten, lauft und werft halt nur, wenn ihr sicher seid, dass der Typ offen ist. Der bringt ja die Pässe an. Das auf jeden Fall. Wenn er covered ist oder im Notfall auch double gecovered ist, dann würde es mit Michael Vick eher nix. Also solche Pässe braucht ihr mir von ihm nicht erwarten. Aber für einen Anfänger, der eher lieber läuft, weil er sich unsicher ist, Michael Vick eigentlich die erste Wahl. Zumindest in der 87er Variante. So. Damit kommen wir jetzt zur letzten Karte in der heutigen Folge. Und ja, das ist der Quarterback, der sozusagen so eine Mischung aus beiden ist. Und den haben wir eben nämlich schon gesehen. Ein sehr junger Quarterback in der Football-Outsiders-Variante. Nehme ich Jared Goff von den LA Rams. Hier sehen wir es. Für 39.500 zu haben. Ich weiß, der ist seit einem Monat oder so draußen. Da hat er 200.000 gekostet. Jetzt, also die Karten droppen so dermaßen im Wert. Ist übel. Wir sehen jetzt einen wirklich soliden Quarterback. 75 Speed ist für einen Quarterback gut. Das heißt, er kann auch mal scramblen, kann auch mal ein bisschen laufen. Er ist natürlich kein Michael Vick, er ist kein Russell Wilson. Aber
Er hat Beine, mit denen er auch mal ein bisschen laufen kann. Seine Throw Power ist bei 85 sehr solide, nicht zu starke Arme, er ist ja auch relativ schmächtig, aber damit kommt er gut weit. Und wenn wir uns die Genauigkeit angucken, 86 für kurze Pässe, Medium 84, Deep für 83, sehr solide, sehr gut, Play Action 84 und Throw on the Run auch 84. Das ist jemand, mit dem man Quarterback spielen lernen kann. Ähnlich wie Mike Vick würde ich aber sagen, dass Jared Goff noch ein bisschen besser ist, weil er hat halt genaueres Passspiel. Das heißt, da könnt ihr auch mal den Ball in die Coverage werfen und der kommt an. Der wird nicht überworfen. Hat natürlich das Problem, man kann nicht immer 20 Yards laufen mit dem. Bedeutet aber auch, wenn ich lernen will zu werfen, der gibt mir keinen Quarterback in die Hand, der jeden Spielzug die Möglichkeit hat zu laufen. Weil sonst vertraue ich nur darauf auf seine Beine und da will ich nur laufen. Gib mir jemanden, der gut, akkurat werfen kann, sehr gut durchschnittlich, sagen wir es mal so, und daran kann man lernen. Für den ist Jared Goff definitiv eine Alternative. 40.000 ungefähr. Vielleicht fällt es auch wieder ein bisschen, dann kriegt ihr ihn auch unter 40.000. Könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen, liebe Leute. Ja, gut, das soll es gewesen sein für heute auf jeden Fall. Teil Nummer 1 von unserem Budget Beasts 50k. In der nächsten Folge gucken wir uns an Offensive Line, Running Backs und Fullbacks. Gucke ich euch ein bisschen was raus. Bei den Running Backs wahrscheinlich eher Unterschied Speedback und Powerback. Gucken wir uns an. Fullback guckt ihr euch wahrscheinlich nur einen raus. Müssen wir mal gucken. Ein, zwei kurze Alternativen. Und Offensive Line mache ich euch, suche ich euch Spieler raus für Leute, die eher Passing Game brauchen. Also die einen guten Passblock brauchen und für Leute, die einen guten Runblock brauchen. Für Leute, die gerne laufen mit den Running Backs. Die brauchen natürlich Offensive Line, einen guten Runblock haben. Das werde ich euch alles bis zum nächsten Mal raussuchen. Ich denke mal, Teil 2 gibt es am Wochenende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir ruhig euer Feedback unten in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Folge Madden Ultimate Team.